Böse Leute haben mein Zimmer infiltriert. Böse, reiten wir überhaupt noch richtig? Da ist schon wieder einer dieser. Ich habe gerade von dir gesprochen, Mr. Kobold. Ja, so sterbe er doch. Nein, ich hab dich doch vorhin gelobt, Pferd. Renn doch jetzt nicht einfach weg. Was machst du nur für eine Unsinn? Wieder eine Wölfchen. Lass das Pferd in Ruhe! Immer auf die Pferde losgehen. Nur weil die so saftig aussehen und schmackhaft, ich sehe nichts. Renn nicht gegen das Pferd. Oh Mann! Böse Buggy. Also nicht, dass du ein Buggy bist, sondern, ne? Du hast dich buggig verhalten. Meine bösen Eiler in Ruine. Woran da? Ich glaube, da kommen wir noch für eine Quest rein, aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Deswegen gehe ich da mal nicht rein. Ich weiß es nicht mehr. Ah, da vorne ist Koroll. Es kann sich nur um Stunden handeln. Irgendetwas verfolgt mich wieder. Wolf? Wolf. Oh. Ah. Okay, Marco, wenn du das hier jemals siehst, nicht die Schlammkrabben sind die Klippenläufer Cyrodiils, sondern die Wölfe. So. Nicht wieder zurückrennen. Das ist unhöflich, denn wir wollen doch nach Koroll. Wir haben es doch allen versprochen, dass wir jetzt nach Koroll krollen. Rollen. Whatever. Jetzt schon wieder. Doch niemand. Warum läuft Kampfmusik? Sekunde. Nee, auch kein Klippenläufer. Extra vom Wadenfell, wo sie wegverbannt wurden, sind sie hierher hingeflogen. Ah, Schmetterling. Ja. Das war wegen dem Schmetterling, die Kampfmusik. Ist doch sicher was versteckt. Darauf wette ich. Ja, Athletik hat sich verbessert. Ist nichts versteckt? Hallo, das sind doch offensichtliche Plätze. Hier würde ich sowas wie eine Truhe hinpacken. Das Spiel versucht mich zu nutzen. Oh, es ist auch so dunkel. Da! Truhe. Haha. Ich bin gut, ne? Haha, Pferd. Bleibst schön hier. Du musst uns immer noch nach Koroll tragen. Es ist nur ein Kobold. Oder? Ah, egal was es war, ich steig davor für ihn jetzt nicht ab. Oh, ich will heute noch nach Koroll ankommen. Zu Koroll. Nach Koroll? Oh, Wolf. Er ist, glaube ich, schneller als Pferd, oder?
Bandit! Kannst du dich um den Wölfchen kümmern oder verfolgst du jetzt mich? Du verfolgst mich. Dann werde ich dir mal eine Lektion erteilen. Und dem Wolf. Ich jetzt nicht gesehen, ihr werdet mich ja viel besser schaden. So. Du hast nutzlose Sachen dabei. Meine Phrase. Und das Kampf war auch nutzlos. Den konnte ich nur dafür missbrauchen, Falka in der Magiergilde von Chardinal wegzustinken. Hallo, Wolf tot. Kampfmusik, aufhören. Hier ist doch nichts mehr. Hier ist nichts. Also hier ist schon was. Bäume, Wiesen, Himmel, Steine, Pferd. Renn ich gegen den Baum. Bäume haben auch Gefühle, wie jemand geschrieben hat. Korall? Korall! Ja, aber wir wollen zur Rain und Priorei. Wohin zeigt eigentlich der Questmarker? So, nein, nein, ich will. Böse! So. Böser Graufuchs. Er will mein Herz stehlen. Jetzt hat die Musik aufgehört. Warum auch immer. Wir wurden von niemandem verfolgt. Das Nichts hat uns verfolgt. Da vorne ist ein Haus. Spät. Ah. Alles am Schlafen. Am Schlafen. Am Schlafen. Bauernhöfchen. Odilbauerhof. Ich habe nicht umsonst eine Einladung in die Liebesgilde erhalten. Ja, ein Experte der schweren Rüstung wird nur 50% lahmungsamer, wenn er sie trägt. Da wir kein Experte sind, brauchen wir auch das nicht. Mais. Doch nicht den Teller mit, der ist nutzlos. Also jetzt nicht nutzlos im Sinne von nutzlos, aber er ist nutzlos. Er bringt kein Gold mir ein. Er ist aber nutzvoll im Sinne davon, dass man da Essen drauflegt, damit man das nicht auf den Tisch legen muss. Da kann ich nicht dran. Warum hast du dein Bett da vorgestellt? Wer auch immer du warst. Käse! Nein, jetzt müssen wir wieder ins Gefängnis. Wir haben ein Stück Käse geklaut. Ein Stück Käse. Das habe ich schon aufgemacht. Wieso öffne ich Doppeltruhen? Oder Schränke? Biografie von Barenzia. Bla bla. Fackel kannst du behalten. Äpfel. Deswegen fällt der Rechen um. Er ist so sehr schockiert, dass ich die Äpfel mitnehme, weil die Äpfel und der Rechen waren jahrelang Freunde. Und jetzt, wo ich sie mitnehme, ist er völlig am Boden zerstört, dass ich einfach so seine Freunde ihm entreiße.
Also ich werde da auch völlig zerstört, wenn man mir meine Freunde wegnimmt. Welche Freunde? Hier liegt noch ein Bett. Gedecktes Gefäß, nein. Da ist noch Lauch. Yay. So. Das Pferd ist jetzt abgehauen, ist auch am Boden zerstört. Ja, ist in den Boden reingesickert. Weil ich es von seiner Herrin getrennt habe bei... Wie hieß der Ort? Wildauge. Merkwürdig. Aber auch egal. Rennen wir noch ein bisschen durch das Land. Aber nur ein bisschen, denn da vorne ist schon die Veon Priorei, wo wir eigentlich hin sollten. Hin sollten. Bams. Ich habe die Veon Priorei erreicht. Jetzt muss ich das Amulett der Könige zu Joffrey bringen. Hoppla. Ja. Aber erstmal will ich hier ein bisschen ausräumen. Das geht auch nicht. Da darf ich sogar rein, cool. Ich kriege keinen Ärger, wenn ich da reingehe. Ist ja voll geil und so. Aber ich kriege Ärger, wenn ich klaue. Ach, sowieso nur eine nutzlose Zange. Musst du gerade jetzt von meinem Kopf runterspringen? Dummes Nadelkissen, du. Weizenkorn. Backel. Stoff. Und Brot. Yay. Da habe ich schon reingeguckt. Hör auf, in Sachen doppelt reinzugucken. Das ist böse. Ich dachte schon wieder Kampfmusik. Ich muss aufhören, mir Sachen einzubilden. Hammer. Anstatt Hämmer, gib mir mal mehr Dietrich. Schaf. Schaf. Lass mich da raus. Schafe. Oh. Ja, es legt sich jetzt schlafen. Wir sollten uns auch schlafen legen. Die Veon-Priorei. Da rein gehen wir in der nächsten Aufnahme. Und bringen dann in der nächsten Aufnahme Joffrey das Amulett. Ja, ich weiß, ich mache hier gerade einen bösen Cliffhanger. Aber ich bin auch böse. Böse! Bis dann.